Die Geschäfte von Ramazan Baydan gehen gut, seitdem der irakische Journalist Muntasser El-Saidi am 14. Dezember wutentbrannt seine Schuhe gegen den US-Präsidenten George W. Bush schleuderte. Baydan ist der glückliche Geschäftsführer der gleichnamigen Schuhfabrik, die das Modell herstellt. Die Bestellungen strömen von überall ein, natürlich aus dem Irak, aber auch aus der ganzen arabischen Welt, aus ganz Europa und sogar aus den USA. Vorher steckten wir wie alle in der Krise, aber jetzt muss ich sagen, dass ich Glück hatte. Innerhalb weniger Wochen haben sich die Bestellungen verzwanzigfacht und liegen jetzt bei etwa 400.000 Paar. Baydan musste Dutzende neue Arbeiter einstellen und die Nachfrage lässt noch immer nicht nach. Ich weiß noch nicht, wie viele ich davon nehme, aber in jedem Fall sind bei mir nur diese nachgefragt. Es gibt kein Risiko, dass ich darauf sitzen bleibe, und das wird so bleiben. Das seither in Bye Bye Bush umgetaufte Modell 271 wird im Großhandel für umgerechnet gut 20 Euro verkauft. Dieser Kunde ist mehrere hundert Kilometer gefahren, um gleich 6 Paar für seine ganze Familie zu kaufen. Die Wut hat den Journalisten zu seiner Tat getrieben und ich teile seine Wut. Ich bin stolz darauf, mir die gleichen Schuhe zu kaufen wie er. Ein Glücksfall für das Unternehmen, das eine große Werbekampagne plant. Die Bye-Bye-Bush-Schuhe werden mit einem Etikett verkauft, das ihre Geschichte erklärt. Und weil er weiß, was er dem irakischen Journalisten zu verdanken hat, hat ihm Geschäftsführer Baydan jede erdenkliche Unterstützung versprochen. El-Saidi kann das brauchen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.